Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine liebste Zeit im Monat ist Ende des Monats, denn dann kann ich endlich das neue Video machen, was es neu auf Netflix im nächsten Monat gibt. Und was das im Juni ist, das erfahrt ihr jetzt. Wie immer treffe ich eine kleine Vorauswahl von Serien und Filmen, die besonders spannend erscheinen. Das heißt, ihr werdet hier keine komplette Liste finden. Ich glaube, dafür könnt ihr alle Google bedienen. Aber die, die besonders cool sind, die stelle ich euch heute vor. Und im Juni fange ich an mit den Serien. Am 1.6. kommt die 5. Staffel von Gotham raus. Falls ihr es noch nicht kennt, ganz kurz, es geht um Detective Gordon in Gotham City, der hier natürlich als Ermittler arbeitet, auch als Bruce Waynes Eltern umgebracht werden. Und in Staffel 5 hat er es mal wieder mit allerhand Bösewichten zu tun, die wir aus dem Batman-Universum kennen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass ich was zur 5. Staffel direkt sage, weil entweder man hat bis dahin schon geguckt oder man fängt bei 0 an und dann muss ich nicht euch etwas über 5 erzählen. Von daher, guckt rein. Für alle DC-Fans eine absolut empfehlenswerte Serie und ich mag den Schauspieler seit OC California, von daher top. Am 5.6. geht es dann weiter mit der letzten und 4. Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Eine Serie, die ich immer wieder, vor allem die erste Staffel hier auf dem Kanal erwähne. Das Buch ist großartig, die Serie ist noch viel großartiger gemacht. Ich muss aber zugeben, ich habe Staffel 3 schon nicht mehr geguckt. Das steht noch bei mir auf der Watchlist. Von daher kann und will ich auch gar nicht so wirklich was zu Staffel 4 sagen. Es wird die allerletzte Staffel der Serie sein. Danach gibt es keine neue mehr. Von daher, wenn ihr Fans seid, ist das für euch ein Must-Watch. Wenn nicht, dann fangt erstmal ganz in Ruhe bei 1 an. Ich glaube, die Serie, auf die ich mich im Juni am meisten freue, wird am 19.6. The Politician sein, und zwar die 2. Staffel. Vielleicht habt ihr die erste schon gesehen. Es geht um den Highschool-Schüler Peyton, der schon immer irgendwie den Traum hat, er wird mal der Präsident der Vereinigten Staaten. Nun, das wird man nicht einfach so, dafür muss man hart arbeiten und Peyton fängt halt schon in der Schulzeit an und in der ersten Staffel geht es darum, wie er als Schulsprecher, ist das glaube ich, kandidiert. Und wie das funktioniert oder nicht, müsst ihr selber gucken. In der 2. Staffel jetzt haben wir einen Sprung gemacht von 4 Jahren nach der letzten Staffel und mittlerweile kandidiert Peyton als Gegenkandidat zur Senatorin in Staat New York. Das wirklich Grandiose an dieser Polit-Drama-Satire, kann man sagen, ist auf jeden Fall, dass hier alles wahnsinnig überspitzt ist und gleichzeitig hat man das Gefühl, ja, ich glaube, so läuft es in der Politik wirklich. Das macht die Serie unheimlich witzig, denn die Charaktere sind allesamt nicht besonders sympathisch. Also sie haben ihre sympathischen Momente, aber irgendwie zum Großteil hat man auch das Gefühl, was für Kotzbrocken. Ich weiß auch nicht warum. Trotzdem fiebert man mit ihnen mit. Es ist super spannend zu sehen, wie Peyton sich immer wieder seine Kampagnen überlegt, sein ganzes Kampagnenteam mit dabei hat und versucht, die Wahlen zu gewinnen. Und irgendwie ist es auch unglaublich cool besetzt, muss man sagen. Also Gwyneth Paltrow spielt mit. In der ersten Staffel haben wir auch noch einen Gastauftritt, den ich jetzt nicht verraten möchte. Und auch sonst viele Charaktere, die man vor allem aus anderen Netflix-Serien auch kennt. Von daher eine witzige, eine bittere, eine spannende Satire, die sich mit Politik beschäftigt und einfach Spaß macht. Bisher noch ohne Datum, aber auch für den Juni angesetzt, ist dann übrigens auch die 3. Staffel von Dark. Das Drama, Mystery, Science-Fiction-Spektakel, was in Deutschland spielt und ein wahnsinniger Überraschungserfolg für Netflix war, geht jetzt in die 3. Staffel. Das heißt, wenn ihr wieder was über Zeitreisen und ja, die Story, ich möchte gar nicht zu viel verraten, sehen wollt, dann habt das Ganze im Blick. Es ist noch kein Datum da. Ich gebe natürlich gerne hier bei mir im Community-Tab ein Update, soweit ich das weiß. Von daher abonniert gerne den Kanal, schaut immer wieder rein. Ich gebe euch alle Infos. Bei den Filmen sieht es im Juni meiner Meinung nach ein bisschen mauer aus auf Netflix. Da habe ich eigentlich nur 3 gefunden, wo ich gesagt habe, die sind sehenswert. Und das wahrscheinlich auch nicht für jeden. Wir haben Science-Fiction dabei, wir haben Horror dabei und das war es so ungefähr. Direkt ab dem 1.6. ist auf jeden Fall verfügbar Planet der Affen Survivor. Außerdem wird auch rauskommen der Paranormal Activity Teil, fragt mich nicht, 18 Milliarden gefühlt, nämlich die Gezeichneten. Ihr seht schon, ich habe den Film selber bisher noch nicht geguckt. Ich kenne den ersten Paranormal Activity, den fand ich ganz cool. Ich kenne auch den zweiten, den fand ich sogar ein bisschen besser als den ersten. Und danach habe ich tatsächlich nicht weitergeguckt bisher, weil ich es so selten schaffe, mal einen Horrorfilm zu gucken. Einfach, weil ich dafür echt in Stimmung sein muss und das kommt nicht so häufig vor. Was ich aber absolut empfehlen kann, ist der 3. Film, nämlich Chappie. Künstliche Intelligenz, Roboter, immer wieder ein Thema. Hier auf eine ganz andere Art und Weise.
ja, unter die Lupe genommen, wie zum Beispiel bei Ex Machina und Co. Von daher auch sehenswert, komplett anders, aber cool gemacht. Von daher ein schöner Actionfilm, den es sich lohnt zu gucken. Verratet mir hier unten in den Kommentaren unbedingt, auf was ihr euch am meisten auf Netflix im Juni freut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich kein Video, keine News mehr und macht's gut. Ciao!